Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Daily und Netzer Vlog. Ich bin gerade unterwegs und zwar mit Brille, was ich furchtbar finde, aber es ist nicht zu ändern, denn ich gehe jetzt zum Optiker und lasse einen Sehtest machen, weil durch die Brille sehe ich fast gar nichts mehr, so in der Ferne. Und die haben gerade bei Apollo Optik so ein Angebot, dass man 50% auf alle Brillengläser bekommt. Und ich glaube, meine Kontaktlinsen brauchen auch eine neue Stärke. Deswegen nutze ich das und gehe da jetzt hin und da muss man dann halt Kontaktlinsen seit 12 Stunden oder so raus haben. Habe ich zwar nicht ganz, aber wird schon. Und dann muss ich noch ein bisschen was erledigen. Und dann geht's wieder nach Hause. Leute, ich habe jetzt gerade meine Brille da gelassen. Das heißt, ich sehe fast gar nichts mehr, wenn ich hier rumlaufe. Zumindest alles, was ein bisschen weiter weg ist, sehe ich nicht mehr. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf der Sonnenbank und nutze noch die Zeit, dass ich eh gerade hier bin und gehe mich sonnen. Ich blind Fisch. Ich sehe halt echt einfach nichts um den Schnee. Ich bin voll der Maulwurf. Scheiße. Ich hoffe, ich komme jetzt heile nach Hause, ich Maulwurf. Also ich sehe halt einfach alles verschwommen. Oh Gott. Ich sehe wieder was. Halleluja, Ding Dong. Und ich habe es tatsächlich geschafft, ohne irgendwo gegen zu rennen und ohne überfahren zu werden oder so, nach Hause zu kommen. Ich bin ja knallrot von der Sonnenbank. Na, es geht. So, ich bin jetzt auf jeden Fall kurz wieder zu Hause. Ich habe ungefähr 20 Minuten. Dann muss ich wieder los. Diese Katzen. Jetzt überlege ich, ob ich entweder in den 20 Minuten frühstücke oder den Vlog schneide. Weil den Vlog schneiden schaffe ich eh nicht in 20 Minuten. Von daher frühstücke ich, glaube ich. Dann habe ich nämlich noch einen Termin, wo ich gleich hin muss. Und dann frühstücke ich einfach danach, wenn ich irgendwann wieder zu Hause bin, so eins oder so. Mal sehen. Na, ihr Stinkies. Na, ihr Stinkies. Ja. Och, jetzt ist mir so warm. Wenn man nicht auf der Sonnenbank war, ist mir so warm. Boah, es war so ein komisches Gefühl, einfach so nichts zu sehen. Also, das heißt nichts, aber halt alles verschwommen und so. Nicht lesen zu können, wann die Bahn kommt oder irgendwelche Leute anzugucken, so, weil hätte ich da jetzt jemanden gekannt, ich hätte diese Person ja nicht erkannt. Oh Gott, das war so creepy. Naja, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Deswegen melde ich mich später. Und übrigens, ich habe ja gestern und vorgestern gecheatet. Also vorgestern nur abends, da als wir Burger essen waren. Und gestern halt auch. Und heute wollen wir später Essen bestellen. Und ich habe überhaupt keine Lust heute zu cheaten. So, mir reichen diese 2 oder 1,5 Tage so vollkommen. Ich habe jetzt einfach nur Lust auf was Gesundes. Ich glaube, ich werde jetzt auch einfach nur später dann ein bisschen Obst oder so zum Frühstück essen. Oder vielleicht ein bisschen Eiweißbrot oder so. Gar keine Lust auf irgendwas so Ungesundes. Ja. Und morgen halt auch Weihnachtsmarkt, ne, in Köln und ein Hardrock-Café. Also auch cheaten, aber gut, es ist halt Weihnachtszeit, ne? Ich finde das jetzt nicht so dramatisch, wenn man da ein bisschen mehr cheatet, aber ich habe einfach gerade keine Lust darauf. Nee. Dafür muss aber noch Zeit sein. So, 21. Entschuldigung, hallo, lass das. Nein, nein, runter da. Schokolade. So, wo ist denn die? Ah, stehen bleiben. Die 21. Hör auf damit, Elsa, nicht da dran kratzen. 21. Gibt's nicht. Hä, bin ich blöd? 23? Hier bestimmt. Nee. Hä? Hä, heute ist doch der 21. oder nicht? Ach, hier. Ich wollte schon sagen. Nice to polish you. Boah, end die geile Farbe. Komm da raus! Menschenskind. So. Boah, mega die schöne Farbe. Die gefällt mir richtig gut. 48, My Love Diary. Die ist endschön. Aber ich glaube, ich werde sie trotzdem an euch verlosen. Because es ist eine sehr schöne Farbe. What have we got here? Oh.
Boah, geil, Giotto habe ich ewig nicht mehr gegessen. Boah, wie geil. 99 Cent. Oh, ein Rezept. Schneehäubchen-Cupcake. Cool. Boah, geil. Vielleicht habe ich doch heute Bock auf Cheat-Day. Okay, nein, eigentlich nicht, aber später bestellen wir halt eh. Von daher können wir da auch Schotto essen. Nice. So, Freunde der Sonne, Alter. Ich sehe aus. Du musst einmal kurz hier runtergehen, weil ich muss aufstehen. Ich bin jetzt zu Hause und habe jetzt meinen Vlog geschnitten. Der lädt jetzt hoch. Und boah, ich glaube, ich creme mir nochmal das Gesicht an. Ich hatte gerade noch einen Termin, war danach noch im EMS-Studio trainieren. Laura war auch da. Und, Alter, boah, ich glühe aber auch, ne? Kennt ihr das? Man sieht ja eine Menge, was ich hier fabriziere. Kennt ihr das, wenn ihr sowas benutzt, aber nicht im Urlaub? Ich finde, wenn ich diesen Geruch schon rieche von so einer, wie heißt das? April-Lotion, fühle ich mich direkt, als wäre ich im Urlaub. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt zu Hause und habe meinen Vlog fertig geschnitten. Es ist jetzt gleich um 3 und dann bin ich eigentlich soweit fertig für heute mit meinem Stuff. Und ja, dann kommen später noch Laura und Stella. Ich hab mir das übrigens mal gekauft von Dior. So ein Creme de Rose Lippenbalsam. Der ist auch voll gut, aber ich frag mich, warum ich damals in Amerika dachte, mir ein Lippenpflegezeug für 30 oder 20 Dollar oder so zu kaufen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber Gott sei Dank benutze ich es immer noch. Seit 3 oder 4 Jahren. Wann war ich denn? Wann habe ich mir den gekauft? In New York oder in L.A.? In New York. Wann war ich in New York? Warte, letztes Jahr war ich hier. Davor das Jahr in L.A. und davor das Jahr, also vor 3 Jahren. Guckt ihr mich eigentlich schon seit meinen New York Follow Me Arounds? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das ist very interesting. So. Was ist hier los? Was ist los? Ja. So, und jetzt habe ich gerade überlegt, was ich mache. Gott sei Dank habe ich ja gestern schon so viele Videos geschnitten, dass ich jetzt echt nicht mehr so viel machen muss. Beziehungsweise jetzt heute nur noch gleich mein Vlog fertig, wenn der hochgeladen ist. Und sonst nichts. Und ich überlege, ob ich mir jetzt noch einen Weihnachtsfilm angucke. Ich habe nämlich gerade gesehen, auf Netflix gibt es noch so irgendwie einen, der relativ gut bewertet ist. Und den ich nicht kenne. Was auch nicht so schwer ist, weil ich so gut wie gar keinen Weihnachtsfilm kenne. Und maybe I'm going to watch this now. Jo. Und dann, also jetzt ist es um 3 und um 6 kommen Laura und Stella. Und dann gucken wir Teen Wolf. Und vielleicht auch noch ein Weihnachtsfilm. Boah, bin ich rot. I'm a tomato. Kennt ihr das von Annoying Orange? I'm not an apple, I'm a tomato. Ich auch. Gibt es eigentlich auch so Opfer unter euch, die auch komplett Weihnachten arbeiten müssen? Ich kann mich gar nicht angucken in dem Display, weil ich so rot bin. Ich muss am 23., 24., 25. und Silvester arbeiten. Freude! Da kommt Freude auf. So, ich gucke jetzt den Film an, den ich gucken wollte. Das gucke ich, glaube ich. The Spirit of Christmas on Netflix. Can you see it? It has a very good Bewertung. And it is from... Hä? Von letztem Jahr, von 2015? Lol, okay. Kate Jordan ist Anwältin. Vor Weihnachten reist sie nach Vermont, um den Verkauf einer Pension zu beaufsichtigen und verfällt dort einem attraktiven, verfluchten Geist. Ohohohoho. Ein Geist. Korb, der ist auf Englisch. Egal, guck ich ihn auf Englisch. Wird schon. Du bist so süß, wie du einfach immer die Heizung umarmst. Stinky, nicht angreifen. Ich weiß, du magst es nicht. Am Bauch, ich hör auf. Eat, bitte. Hey, du. By the way, was ich vergessen hatte zu sagen, ich muss doch noch was am Laptop machen. Der Vlog, den ich heute verlinke, der von vor einem Jahr. Richtig cool. Da war
Elisa bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber viele von euch bestimmt schon. Und das war voll cool. Wir waren da so im Ruhrpark und ein bisschen shoppen und essen. Und das war voll schön. Ich habe mir den Vlog gerade angeguckt. Voll schön. Ja, jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass sie jetzt nicht hier ist. Das habe ich ja auch gerade geschrieben. Ich so, ein Jahr warst du hier. Voll sad. Aber so ist das halt, wenn man etwas weiter auseinander wohnt, so ungefähr 7-8 Stunden. Ja, so ist das, so ist das. Jetzt muss ich doch noch kurz hier was am Laptop machen und dann gucke ich gleich den Film. Cuteness Overload, würde ich mal sagen. Wie süß kann man die bitte sein? So, eine ganze Weile nicht gevloggt. Laura ist da, Stella ist da und wir essen jetzt Pizza und Nudeln und noch mehr Pizza und gucken. Schöne Bescherung. Mhm. Schöne Bescherung. Und haben gerade schon Tino gefragt, war voll die herbe Folge und jetzt ist erstmal Pause bis 3. Januar. Doch. Gerade mein Face eingecremt. Ich bin einfach die tomatigste Tomate aller Tomaten. Stella und Laura sind jetzt weg. Ich werde jetzt noch ein paar YouTube-Videos gucken. Boah, die Folge Teen Wolf war so... Ich will unbedingt weiter gucken. Okay, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Guckt unbedingt den Vlog von vor einem Jahr. Da. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder.